Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Four Seasons, in der wir heute wir gucken. Und zwar habe ich einen Kommentar, warte, ich mache mir das mal hier ein bisschen lauter. Ich habe jetzt nämlich ein neues Headset, finally. Ja, das ist sehr schön. Und jetzt gucken wir mal gerade. Wir brauchten Cobblestone. Außerdem, huch, was ist denn hier passiert? Wurde mir in die Kommentare geschrieben, dass es eventuell möglich sei, dass ich einfach einstellen kann, dass ich nur gewisse Blöcke sehen will. Und das wollte ich mal abchecken. Und zwar, wenn wir hier auf Loaded Schematics, Schematic Placements on konfigurieren. Und dann kann man das hier tatsächlich einstellen, ne? Subregions konfigurieren. Ne, warte mal. Placement Configuration. All off. All on. Ah, dann kann ich doch hier bestimmt auch Material List. Schematic Verifier. Schematic Placement. Konfigurieren. Locked off. Ignore Entities. Placement on. Note that is six works function. Okay. Material List. Aber nee, das ist ja auch nicht das, was ich meine. Ich will ja quasi gucken, ob ich hierbei... Aber wofür kann ich denn Placement Configuration? Ja, das würde ich gern machen. Aber ich kann hier, glaube ich, doch nicht einstellen, dass ich nur gewisse... Ich dachte, man könnte vielleicht einstellen, dass man nur gewisse Blöcke angezeigt bekommen will, weil es wird mir in die Kommentare geschrieben. Ja, Entities kann man ausmachen. Aber auch das ist jetzt relativ uninteressant. Interessant wäre es gewesen, wenn man sagen könnte, ich will nur Cobblestone sehen zum Beispiel. Das wäre geil, aber ich glaube, das geht leider doch nicht. Oder man braucht noch einen zusätzlichen Mod. Wrong Blocks. Ja. Extra Blocks, Range All, Missing Blocks, Start Verification. Wrong Blocks haben wir hier sogar. Wir haben hier welche falsch gesetzt. Um Gottes Willen. Wrong Block 7. Oh ja. Oh ja. Oh je, Leute, was habe ich mir hier nur angetan selbst? Ja, okay. Dann würde ich jetzt erstmal das Ganze ausblenden. Loaded Schematics. Huch. Schematic Placements machen wir mal aus. Und das heißt, ich habe hier schon so viele Sachen falsch gesetzt. Na, hervorragend. Naja, was ich auf jeden Fall in dieser Folge hier machen wollte, ich wollte Cobblestone sammeln. Das heißt, wir bräuchten erstmal wieder eine Kiste, wo ich Platz habe. Das sieht schon schlecht hier aus, alles. So, da geht nichts mehr rein. Achso. So drücken. Okay, aber das Schwert wollen wir behalten. Die Schaufel wollen wir behalten. Die Hacke brauche ich nicht. So. Brot würde ich mitnehmen. Und ich bräuchte auf jeden Fall noch eine Spitzhacke. Warte mal hier. Effizienz 3 Eisenspitzhacke. Ja, kann man mal mitnehmen. Und noch eine Eisenspitzhacke. Und dann ist die Frage, wo bauen wir das Ganze ab? Denn jetzt hier in der Nähe ist natürlich dumm. Das bedeutet, müsste erstmal ein Stück laufen, wo ich mich dann einfach runterbaue. Das wäre jetzt so mein Plan. Vielleicht einfach mal ein Stück von hier weg, in die Richtung. Hier, Kirschbergheim. Ich habe schon mein Club-Outfit an, gleich wird graved. Aber meint ihr, hier soll ich einfach hier im Wald so ein bisschen mich runtergraben? Kann man ja vielleicht irgendwann zu einer coolen Mine oder so machen. Guck mal, wir kriegen ihn nicht gedroppt, ne? Doch. Rosa Blütenblätter, hä, cool. Ich hätte jetzt einfach hier so einen Mineneingang gebaut. Aber das ist wieder nervig. Ich zieh mal meine Rüstung aus. Weil viel, ja doch, das ist schon besser. Aber das nervt dann im First-Person-Mod ein bisschen, wenn man dann hier so Sachen farmen will. Ist immer so ein bisschen im Weg. So. Mann, ich bin
bin zu langsam. Ja, Leute, was soll ich euch großartig erzählen? Momentan bin ich sehr inaktiv hier auf dem YouTube-Kanal. Das sind, oh, ich habe keine Fackeln mitgenommen, ich Depp. Und jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Danke! Was habe ich dir getan? Ja, das liegt daran, dass ich gerade einiges hier am Umstellen bin. In meinem Setup. Ja. Sei es technisch und auch komfortmäßig. Ich habe mir endlich einen vernünftigen Stuhl gekauft. Der kommt jetzt die Woche. Ja, das war eine teure Investition, aber ich hoffe, es war eine Investition in meine Gesundheit und in mein Wohlbefinden hier beim Aufnehmen und allem. Und außerdem habe ich mir dieses Headset gekauft. Ja, habe es endlich hingekriegt, dass ich darüber auch Ton höre, obwohl es ein USB-Headset ist. Ja, es hat auch coole Beleuchtung. Eigentlich ist meine Hintergrundbeleuchtung orange, aber irgendwie will die Kamera das nicht so richtig als orange wahrhaben. Und deswegen sieht es eher rot aus. Eigentlich sollte es die Farbe vom Headset haben, aber gut, was soll's. Oh, ich guck mal gerade, hier sind keine Fackeln. 8 Fackeln, das ist natürlich Much, ich brauche mehr. Wie mache ich denn das? Warte mal, erstmal mache ich mal so hier. Einziges Problem, was ich habe, dass ich mich jetzt nicht 100% synchron auf dem Ohr höre. Also müssen wir mal gucken, wie ich das noch gefixt bekomme. Aber jetzt brauchen wir erstmal Stöcke und Kohle. So. Machen wir mal 8. So. Das sollte eigentlich reichen. Den Rest nehme ich trotzdem mit. Und dann grabe ich mich da hinten runter. Da kriegen wir bestimmt auch wieder neue Kohle. Ich wette, wir kriegen wieder alles außer Cobblestone. Ich kenne das doch inzwischen. Ja, und wenn jetzt meine ganzen Sachen hier alle fertig sind, ich auch hier wieder mein virtuelles Setup, sag ich mal, richtig konfiguriert habe, alles, endlich den Ton wieder so habe, wie ich ihn gern hätte, dann komme ich auch endlich wieder dazu, richtig aufzunehmen und wieder zu streamen vor allem. Das ist die linke Hand, ne? Genau. Und dann kann ich hier... So. Ne, nicht die Axt, die Spitzhacke bitte. Ah, es ist irgendwie so ein angenehmes Gefühl hier. Draußen regnet, wir graben uns hier schon runter. Ich hoffe, wir stoßen jetzt nicht direkt auf eine Höhle, da hätte ich gar keinen Bock drauf. Und dann muss ich vor der nächsten Aufnahme mal gucken, wie das ist, ob es noch eine Erweiterung für den Schematics... Es gibt nämlich so Erweiterungen für den Schematics-Mod. Lightmatica, nicht Schematics. Schematics sind ja nur die Gebilde quasi. Weil... Eigentlich müsste das gehen. Das macht gar keinen Sinn, dass das nicht geht. Das wäre ja eigentlich ultra logisch, dass man sagt, ich will nur Cobblestone gezeigt bekommen. Vielleicht geht das auch so schon irgendwie. Ich gucke gleich noch mal in den Einstellungen. Irgendwie muss das doch gehen eigentlich. So. Ja, ist jetzt ein bisschen langweilig hier. Oh, ich muss essen. So. Wetten gleich sitzt eine Fackel auf dem Boden. Ja, ist also klar. Oh, es wird auch dunkel draußen. Ich dachte gerade, das ist ein Enderman, aber das sind Kirschblüten, ne? Ja. Die machen so gelbes Licht auf einmal. Das kommt durch diese andere Shader-Konfiguration, ne? Ist aber auch schön. Ein bisschen gelblich. Jetzt haben wir hier die Effizienzspitzhacke, mit der geht es deutlich schneller. Geil. So. Boah, Effizienz 3 schon. Merkt man schon. So. Ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen. Ja, dass wir kein bisschen Eisen finden, macht mich schon ein bisschen sad, sag ich euch, wie es ist. Schon ein bisschen traurig. Noch mal wenigstens ein bisschen Eisen finden. Aber nein. Es gibt eine Kobbel für mich. Gut, ich brauche auch in erster Linie Cobblestone, also so schlimm ist das jetzt nicht. Aber trotzdem ein bisschen blöd. So, bis die Spitzhacke kaputt ist, mache ich weiter, dann reicht es mir erstmal. Tropfsteinhöhlen. Ah, okay. Interessant. Ja, das war's dann auch. Gehen wir noch ein Stück weiter. Andesithöhlen. Nee, nicht Andesit. Den will doch keiner. Oh.
Okay, hier geht's los, glaube ich. Ah nee, das ist Dings hier, ne? Das ist Kupfer einfach. Wofür braucht man Kupfer? Ich check's immer noch nicht. So. Ich mach mich wieder hoch. Okay. So. Einmal nach oben. Oh Gott, ich muss niesen. Ich liebe das, wenn das in den Aufnahmen passiert. Ich sollte mir hier eigentlich... Hilfe. Ein paar Taschentücher hinlegen. So, ich renne ganz schnell heim. Damit ich nicht attackiert werde hier auf dem Weg. Da habe ich nämlich wenig Bock drauf. Oh, nee. So, ich sehe aber niemanden. Das finde ich gut. Oder? Das ist hoffentlich eine Kuh. Ja. Oh, daneben ist spawnen sie. Ich höre es schon. Aber ich renne einfach weg. Ist mir alles egal. Ihr kriegt mich nicht. Ich liege so schnell im Bett. Oh, dann könnt ihr gar nichts machen. So. Wie ich so ein Bein wegstrecke. Ich muss meine Rüstung wieder anziehen, fällt mir da gerade mal ein. Wobei, eigentlich brauche ich die ja hier gar nicht. Der Creeper, den kann ich aber nicht gebrauchen. Schon schön hier. Guck mal, wie der da angerannt kommt, der Penner. So, schnell ein Bild gemacht für die Fans. Guckt euch das an. Der soll sich mal bloß abmachen. Oh Gott, ich habe immer so Angst. Ist das so gemein, dass die nicht kaputt gehen in der Sonne? Okay, ein Hit noch, ne? Okay, gut. Ich hoffe, das war der einzige. So. Ich ziehe das sicherheitsweise doch mal wieder an. Wie viel haben wir denn jetzt? Wie viel Stacks? Warte, ich sortiere mal kurz. Naja. Und wenn ich jetzt hier nochmal in dieses Schematics-Menü gehe, Schematics Manager. Export, Set Preview, Schematic, Rename. Nee. So, Configuration Menü. Nee, das sind Info Overlays, Plugins, bla bla bla. Nee, huch. 5. So. Loaded Schematics. Schematic Placements machen wir wieder an. So, aber jetzt können wir hier auf Konfigurieren gehen. Manage Schematic Placements, Configuration, Configure Schematic Placement. Ja, warum kann ich hier nichts? Move to Player, Rotation None, Mirror Resetter, Material List, Schematic Verifier. Aber ich kann hier nicht einstellen, dass ich nur gewisse Blöcke angezeigt. All on. Ja, das zeigt er mir doch trotzdem an. Also ich kann das immer an- und ausmachen. Ja, das ist alles schön und gut. Mirror. Ah ja, dann kann ich es drehen quasi und nachbauen, so indem ich es mir angucke. Verstehe ich auch. So kann ich es ganz rumdrehen. Wollen wir aber auch nicht. Move to Player. Wollen wir auch nicht. Kann ich es rückgängig machen? Nee, ne? Nee. Mist, jetzt habe ich Mist gemacht. Kann ich es wieder... All on, off, placement on. Kann ich es jetzt wieder zurückdrehen? Nee, ne? Ignore entities, locked. Das heißt locked, dass ich nicht irgendwas damit machen kann wahrscheinlich. Placement on. Rendering on, rendering off. All on, so. Aber jetzt muss ich das nochmal neu setzen, Mist. So ein Stock. Auf welchen Block hatte ich das gesetzt? Hier? Nee. Hier ist ja völlig falsch. Oh, verdammt. Oh, nee, das ist gar nicht gut. So. So, passt das jetzt? Nee, es muss noch weiter nach vorne, ne? So ist es richtig, ne? Okay, ich hab's gefixt. Oh mein Gott. Krank. Okay, jetzt sollte ich nicht mehr so viel damit rumspielen, glaube ich. Die Stöcke packe ich mal wieder weg.
Ich werde mich mal schlau machen, ob es da vielleicht noch eine Erweiterung für den Mod gibt, weil das muss eigentlich irgendwie gehen. Das macht für mich keinen Sinn, dass das nicht geht. Schematic Placements konfigurieren. Locked on, ignore entities. Ja. Resell all subregions. Nee. Weiß nicht, ob das so eine schlaue. This subregion has been modified. Reset. This placement is locked and can't be modified. Locked. Reset. Nee. Jetzt habe ich es wieder dahin resettet. Das war nix. Was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen es einfach mal rauslöschen. So. Und dann load Schematics, new last Bauernhaus, load, create placement. Und dann nochmal die Stöcke nehmen. Mach ich jetzt hier? Ja, jetzt ist wieder richtig. Okay, das heißt, ich meine, ich hatte es hier gesetzt. Nee, da. Nee. Hier. Nee, ist nicht richtig, ne? Nee, ich muss noch weiter nach hinten setzen. Okay, sorry, Leute. Dann hatte ich es hier hingesetzt. Ja. Das müsste stimmen. Genau. Okay, perfekt. So, Stöcke weg. Und jetzt gehe ich aber trotzdem nochmal in das Menü. Schematics Manager. Nein. Task Manager. Schematic Verifier. Remove. So. Configuration Menü. Render Layers. All. Single Layer. All above. Above. All. Visuals. Enable Rendering. Logischerweise ja. Enable Schematic Rendering. Ja. Ignore Existing Fluids. Nein. Hier können wir schon eine Menge einstellen, aber Render Placement Box Size. Achso, nee, das brauchen wir nicht. Dann wird die ganze Box, wo das drin ist. Info Overlays. Generic, nee. Easy Place Mode, was heißt das? Also, das ist ein bisschen komplex mit diesem Mod. Ja, wir müssen mal gucken, wie wir das dann am besten machen. Es wird auf jeden Fall komplex, sag ich mal. Genau, die fehlen uns noch. Da habe ich auch gar keine Ahnung, wo wir die herkriegen. Naja, habe ich auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun. Na gut, Leute. Ich würde sagen, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Entschuldigt, dass momentan nicht regelmäßig Videos kommen. Gib mir noch so eine Woche und dann gibt es wieder jeden Tag 15 Uhr eine Folge. Und um 12 und um 18 Uhr auch ein Video. Ich habe schon ein, zwei Spiele, die wir als nächstes spielen werden, hier auf dem Kanal rausgesucht. Da freue ich mich schon drauf. Erstmal spielen wir natürlich noch, wie heißt das? Ich habe vergessen, wie es heißt, das Spiel mit dem Zirkus, das Horror-Game. Spielen wir auf jeden Fall noch weiter. Ich habe einfach den Namen vergessen. Und Minecraft geht natürlich auch weiter. Aber entschuldigt, dass es zwischendurch immer mal eine Pause gibt momentan. Ich bin hier viel am Machen. Off-Cam quasi. Und ja, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, Moment, gebt gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, den Kanal zu abonnieren. Und wir sehen uns irgendwann um 15 Uhr wieder. Vielleicht morgen, vielleicht übermorgen, vielleicht in ein paar Tagen. Macht's gut, Leute. Ciao. Und denkt dran, Modpack-Download-Link in der Videobeschreibung.